Ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem Formsignal-Tutorial. Wir werden uns angucken, wie britische Formsignale funktionieren. Das Ganze ist das Trainingsmodul für Formsignale. Und wir beginnen mal. Grün zeigt an, dass Sie am Signal vorbeifahren können. Gelb zeigt an, dass Sie weiterfahren können. Aber seien Sie vorsichtig, da das nächste Signal möglicherweise rot ist oder eine Gefahr besteht. Rot zeigt an, dass Sie anhalten und nicht an diesem Signal weiterfahren sollten. Einige dieser Anzeigen können im Einstellungsmenü ausgeschaltet werden, wenn Sie eine größere Herausforderung wählen möchten. Sehen wir uns nun einige der Signale an, denen Sie auf dieser Strecke begegnen werden. Machen wir. Es gibt zwei Signalhauptklassen. Hauptsignale. Diese sind obligatorisch und ein sich nähernder Lokführer muss anhalten, wenn das Signal Halt anzeigt. Das tut es hier. Vorsignale. Diese sind eine Warnung. Ein sich nähernder Lokführer kann das Signal mit einem Halt-Erwarten-Aspekt passieren, muss aber darauf vorbereitet sein, am folgenden Signal anzuhalten. Okay, also Vorsignale gibt es auch. Das sind die Dinger mit den gelben Balken. Ich sehe jetzt leider hier nur die roten. Also die Hauptsignale. Aber hier wird es auch irgendwo welche geben. Okay, gehen wir mal auf weiter. Das Signal vor Ihnen zeigt derzeit genau. Halt an. Dies bedeutet, dass das Signal zeigt jetzt Fahrt. Das nächste entfernte Signal könnte jedoch Halt erwarten anzeigen. Was bedeutet, dass das folgende Signal einen Gefahraspekt anzeigt. Okay, wir steigen ein. Es wird ein bisschen laut, weil praktisch die Safeties noch gerade vor sich her dampfen. Okay, also. Ups. Fahrtrichtungswende auf 75% vorwärts. Bremse lösen. Achso, Moment. Einen kleinen Auswerfer auf vollständig geöffnet. Bleiben Sie wachsam und halten Sie Ausschau nach dem nächsten Signal. Fahren Sie weiter, wenn Sie bereit sind. Okay, einmal hier den Zylinderhändler. Gut, die waren schon offen. Und Leistung drauf. Es wird gleich leiser, keine Sorge. Da, genau. Oh, wir sind da schon in den Radschlupf gekommen. Herrlich. Einfach nur schön. Mal hier Vollstoff geben. Denken Sie daran, Sie können immer einfach auf die Blickfeldanzeige schauen, wenn Sie sich nicht sicher sind, welches das nächste Signal ist. Ja, hier oben rechts. Halten Sie S gedrückt, um die Steuerung rückwärts zu bewegen. Ja, also eine Richtungswende auf ungefähr 50% jetzt. Und jetzt fahren wir. Genau, unseren Regler können wir wieder ein bisschen hochstellen. Ich weiß gar nicht, was die Höchstgeschwindigkeit des, der Lok ist. Muss ich mal nachgucken. Ist das schön oder ist das schön, Leute? Also unser Signal, da ist glaube ich grün. Ich hoffe, das war unser. Nächstes Signal ist auch grün, hier das Formsignal. Ich bin schon ganz gespannt, können wir irgendwann mal deutsche Formsignale haben. So, und den Speak halten wir.
Ist das nicht schön? Ein herrliches Add-on. Ganz, ganz toll. Wir müssen aber die Signale weiter im Auge behalten. So, Signal ist grün. FPS, hallo. Was ist denn hier los? Was ist denn da los gewesen gerade? Das Fenster können wir auch öffnen. Na, also sind ein paar Abo klar. Antwort an. Nehmen wir den Regler ein kleines bisschen zurück. Aber es geht bergauf, also doch vielleicht den Regler ein bisschen hochschieben. Hier unser unsichtbarer Heizer heizt vor sich her. Das Signal zeigt auch Fahrt. So, jetzt einmal den Regler komplett schließen. Okay, das Signal zeigt auch Fahrt. Und einmal über die unter der Brücke herdampfen. Oh, wir haben gar keine Lichter hier dran, ne? So, ich mach das jetzt einfach mal so. So, ein bisschen mehr den Regler hoch. Also der Wagen sieht mir verdächtig aus wie der von Mr. Bean. So, 1,8 Meilen noch, dann sind wir auch schon da. Das ist ganz cool, wir können auch hier diese Tür öffnen. Finde ich ganz nice. So, wir müssen langsam bremsen. So, was zeigt das Signal an? Das zeigt, glaube ich, halt zu erwarten, oder? Ich meine schon. Doch ich glaube, dass das Signal bedeutet, halt zu erwarten.
Das sind viele Signale. Also das Hauptsignal hier ist auf Fahrt. Das Vorsignal zeigt aber, glaube ich, halt zu erwarten. Okay, dann hat uns das andere Vorsignal praktisch das übernächste Hauptsignal angezeigt. Kann das sein? So, hier bevor die Safeties angehen, noch ein bisschen Leistung drauf. Ein bisschen den Regler hoch. So, dann sind wir hier praktisch in so einer Güterabstellung. Wir sind zu schnell. Das hat mir keiner gesagt. So, Bremse ist wieder gelöst. Mal ein bisschen Dampf rauslassen, damit hier nicht die ganze Zeit die Safeties angehen, weil die echt nerven. Also die sind halt einfach unglaublich laut. Und wie das hier gefüllt ist, ne? So, da vorne müssen wir halten. So, und wir halten an. Gut gemacht. Das wäre alles für diese Einführung. Gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Alles Liebe, alles Gute.